Da gibt es natürlich die Italiener mit Ferrari, Lamborghini, Maserati, De Tomaso und wie sie alle heißen. Da gibt es natürlich die englische Abteilung, das ist auch toll. Aston Martin, Lotus etc. Also TVR ist auch dabei. Dann natürlich die Amerikaner. Und zwar die Muscle Cars, die Vipers mit 10 Zylinder und 7-8 Liter Hubraum. Also voll Power. Und die Menschen sind oft ganz zart, die drinnen sitzen. Also man glaubt nämlich und assoziiert immer solche Muscle Cars, dass da auch stärkere Männer drinnen sind, aber es ist oft gar nicht so. Und was ganz wichtig ist, es fahren auch schon immer mehr Frauen Sportautos. Und jetzt, meine Damen, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie, liebe Damen, heute da sind und Ihre Männer auch mitgebracht haben. Das freut mich. Einen Applaus für unsere Damen. Weil das ist ja die schönste Kombination. Das muss man sagen. Eine Frau in so einem Sportwagen, bitte, was gibt es Schöneres, ne? Die Frauen haben ja den Vorteil sowieso, die brauchen ja eigentlich einen Sportwagen gar nicht, weil sie sind sowieso das schönere Geschlecht und haben immer mehr Ausstrahlung. Ne? Wir Männer sind halt hier und da vielleicht oder im Alter dann ein bisschen interessant. Aber wir sind zufrieden mit unserer Rolle. Hauptsächlich das Hobby wird geteilt, dass die Frauen auch die Bestätigung uns geben und sagen, Schatzi, du kannst dir wieder einen Aston Martin oder einen Lotus kaufen. Mir muss natürlich Chanel ein bisschen versorgen mit Chanel oder Bulgari oder was immer, dann ist das ausgeglichen und dann hat jeder erfreut und die Familie ist in Harmonie und das ist das Wichtigste. Apropos Familie vielleicht, ein Stichwort. Was macht ein Sportwagenbesitzer, wenn er nach der Arbeit nach Hause kommt? Ich höre viele sagen, der rennt gleich in die Garage. Nein, das darf er gar nicht und er macht auch nicht. Das hat er bei unseren Teilnehmern, bei unseren Teilnehmerbedienern, wenn wir den Anmeldung auch unterschreiben müssen. Er muss immer zuerst ins Haus gehen, seine Frau küssen und dann darf in die Garage sprinten und seinen Sportwagen streichen. Nur das Wissen, wie die Aufteilung ist, weil das muss schon alles Stil haben und schauen ein bisschen, das müssen wir schon alles ein bisschen haben. Abfahrt! Ja, wir brauchen ja Platz und er ist rasant und schnell. Einen riesen Applaus für den Ingenieur Robert Tamisch. Hat uns das gesponsert. Er hat ja auch unten im Schloss eine Ausstellung und wird Sie beraten. Sie können gleich Bestellungen aufgeben. Er ist unser Mr. Abad in Österreich. Und jetzt Mr. Al Rudampara mit dem Super Maserati MC GT Stradale mit 450 PS. Dann hier ein Lotus Evora mit der Christine Schubert. Mit unserer Super Schauspielerin Christine Schubert, bekannt durch eine tolle Serie, wo ich auch ein bisschen aufgeklärt wurde. Ein Wahnsinn. Und unser Charity Lady, bitte, ich habe alles schon gesagt, das muss man nochmal zusammenbringen, was unser Janine Schiller wirklich schafft. Diese Beträge, aber so Wahnsinn. Also da muss ich sagen, Respekt, Hut ab. Liebe Janine, ich bin stolz, dass ich dich als Freundin habe. Und dann dieser Bentley hier, das ist der Überhammer und der Fahrer auch, der Alf. Der kommt jedes Jahr her, hat immer die Top-Autos, hat auch den neuesten Lamborghini LP 700 bestellt und ist nächstes Jahr mit dem Auto da. Kostenpunkt mit seiner Ausstattung 410.000. Schauen Sie, 458er. Schauen Sie diese Farbkombination an. 570 PS. 3,2 von 0 auf 100, 9000 Umdrehungen, 330 km/h und der Einstiegspreis nur 240.000 Euro. Die Presse ist da, die Presse zu uns kommt mit Morgan, Aston Martin, mit Ferrari, so ist die Presse, ne? Super, dass die Presse auch so viel verdient, dass sie so ein Auto ansagen, weil bei 250 Autos wäre das ein bisschen viel. Genießen Sie jetzt ganz alleine. Stilvoll, diese tollen Kunstwerke auf vier Rädern aus allen Nationen, gepaart mit internationalen Fahrern und natürlich auch Frauen, die da diese Autos toll bewegen sind. Die Frauen dabei sind.
Und dann mit seinen Statistiken zu Karlauers geht, zu Easy Rider geht,
zu Eni Österreich, unserem Partner mit 100 Oktan, der die Autos von Eni gefüllt. Und nach ein paar Kilometern sind schon ein bisschen weniger drin. Ne? Wenn aber noch Lavazza, Traumkaffee-Marke, bitte vielen Dank, dass Lavazza auch dabei ist. Wir haben ja da wirklich eine super Kooperation. Der Profi-Reifen sehen Sie vorne, der Stadler ist heute da. Wenn Sie irgendwas brauchen, wenn Sie einen Schwarzen Reifen heute sehen, mit Ihrem Fahrzeug, hoffe ich, dann bin ich einfach Herrn Stadler ein Angebot einholen, der Profi-Reifen macht, nicht nur Profi-Service, sondern hat auch tolle Preise, also komplettes Ferienprogramm, Profi-Reifen.